Willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Jetzt wollten wir erstmal mit Alvin, Alina und dem Dorfpups sprechen, wegen Kontrakt und dem Meritium-Amulett und dem anderen Scheiß. Hochzeitsplanungen und so. Da steht auch schon Alina. Warum sucht ihr mich? Ich habe Julian und Selina zusammengesehen, aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohlauf ist, aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Warum? Ich suche nach Alvin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ja, jetzt gar nichts Lebt mehr. Wohl. Okay, der Dorfpropst. Tobias Hoffmann. Da haben wir ihn doch. Bestie. Ich bin wegen der Anzeige hier. Was habt ihr für mich? 5 Albi widerwärtig. Geil, du direkt erstmal einen Haufen verdienen. Bestien. Lebt wohl. Ich habe hier noch nicht gesehen, dass ich hier irgendwie Herbarien oder sonstiges kaufen konnte, ne? Aber ich bin schon wieder Level up. Pah, Frauen. Pah, Frauen. Sollte ich mich sputen? So. Ich könnte jetzt direkt zu den... Ach, ich wollte das Brot kaufen, meine Güte. Ich glaube, selbst Rittersporn ist, vertrauenswürdiger als ich in so Sachen. Brot, Brot, Brot. 5 Laibe. Ah. Bestimmt bei der Kellnerin kaufen, wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Da. Wie kann ich? Zeigt mir eure Waren. 5 Laib Brot. Die hat kein Brot. Das ist ja toll. Krieg ich denn jetzt Brot her? Birne. Ich will Brot, Leute. Bei Julian kann ich auch kein Brot kaufen, ne? Der hatte nur Bücher oder so Zeug. Ja, so Schmuckkacke. Braucht noch niemand. Ja, okay. Wenn du mag. Haben die einen Bäcker oder so?
Haus des Bäckers. Ah, toll. Dann also wieder zurück. Hätte ich eigentlich alles in einem erledigen können. Lalalalalala. Immer das Rumstiefeln in so gottverlassenen Gegenden. Adams Haus. Haus des Dorfprobstes. Wo ist denn des Bäckers jüte Stube? Tür. Selina. Tür. Hier ist eine Bäuerin drin. Sieht nicht nach Brot aus. Ja, ja, voll interessant. Okay. Ich bin müde. Oh Gott, nee, das lese ich jetzt nicht. Hier. Boah, sind das alles Säufer, meine Güte. Allerdings auch sehr belesen, so wie es aussieht. Oh Gott, ist das viel. Wie seltsam. Was sieht er nur in ihr? Los, wir spielen Dame und Ritter. Ich bin Borde. Und ich bin Della. Holde Lindella, meine Herzensdame. Nehmt ihr wohl diese meine Ruhe. Okay, hier ist es wohl nicht. Wassermelone. Ah, starker Alkohol. Da waren so viele Kinder draußen, die muss ich natürlich konfiszieren, weil nachher kommen die Kinder daran, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ein Hexer. Ja. Das ist mein Name. Ritterserscheinungen? Unsinn. Komme ich jetzt hier irgendwie zum Haus des Bäckers? Aha. Ist das hier das? Ha! Haus des Bäckers! Vier Laib Brot. Seid ihr könnt alle mein. Wie kann ich. Bringen wir dem. Transaktion erfolgreich. Wie. Habt ihr noch andere geheime Zutaten? Leider. Ich kenne da ein Rezept, das ich noch nicht ausprobieren konnte. Was für eins? Kann ich nicht sagen. Ich brauche weißen Honig. Weiß aber nicht, was das ist. Weißer Honig. Unglaublich. Jetzt kann ich mein Geheimrezept erproben. Kann ich... Nehmt das Püppchen und geht, ehe ich es mir anders überlege. Okay. Ja. Ich hätte das Zuckerpüppchen behalten sollen. Ich hätte das Zuckerpüppchen behalten sollen. Gut, jetzt kann ich nicht weiter mit ihm reden. Alles klar, ist ja toll. Scheiß Säufer. So. Ich habe das jetzt, den Scheiß, ne? Hier alles gemacht. Ich kann jetzt mal zu den Feldern.
Ja, ich gehe jetzt einfach mal zu den Feldern. Hochzeitsgast, alles klar. So, dann habe ich jetzt hoffentlich hier alles im Dorf erstmal erledigt. Ist euch die Herrin des Sees erschienen? Sie wählt nicht jeden. Ich hatte kurz eine komische Stimme. Ignatia. Ich mag den Namen. Hey, hier. Hallo, Geralt. Besoffenes Stück Scheiße. Ey. Jetzt mal 200 Mal um die Pflanze rumlaufen, bis er dann endlich pflücken kann. Das ist ein Balztanz oder was? Okay, Badeplatz der Najade. Ja, hier ist ja nicht viel. Okay. Reste von Ruinen, Durchgang zum Dorf, eingestürzte Brücke. Gucken wir erstmal bei der eingestürzten Brücke, was es da so gibt. Das Medaillon wackelt ein bisschen. Kann das sein? Ach, das sind Gnome! Jo, was läuft, Gnomis? Könnt ihr mir irgendwas herstellen? Ich wollte euch was fragen. Die haben ja Spaß. Okay. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vysima teil. Viel Glück. Ja? Jo. Lebt wohl. Der Junge verfolgt seine Träume, den mag ich. Maurer Han. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor. Sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Okay. Sonst noch was? Herr. Warum denkt ihr, dass die Griggs eure Störenfriede sind? Ich habe beobachtet, wie Griggs um die Götterstatue bei der Brücke herumscharwenzelten. Sie betrachten die Brücke als ihr Revier. Wie wäre es, wenn ihr mit ihnen redet? Selbst wenn ich der Nachtdämonen Herr würde, wäre das zwecklos. Griggs reden nicht mit Menschen.
Ja, vielleicht mit Hexer. Hexern. Okay, da muss ich gleich also mit Abigail eine Runde labern. So, zu den Resten von Ruinen. Da, wo sich Alvin jetzt wahrscheinlich gerade treibt. Han! Ah! Arschloch! Okay, schwere Schläge. Wow! Viele sind denn hier? Was? Alter, ich komme hier nicht weg. Ich bin... Boah. Weg, Geralt. Weg! Jumpt der da so dumm durch die Gegend, ey. Ja, okay. Ich verstehe. Jetzt noch nicht. Ich laufe mal zur Ruine durch. Die ist mir jetzt, beziehungsweise ich verwende erstmal eine Schwalbe. Weil da sehe ich schon... ein Zockergespenst. Ich will nicht. Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ihr habt selbst... Okay. Yes. Dreier. Ist denn der jetzt noch ein... Ah, okay. Nee, das war ein Fehler. Perfekt. Ihr habt mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen, aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich,
wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist! Ja? Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Ja? Wie bist du nach... Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Hm. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja, Triss kann gut auf sich aufpassen. Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell, aber dann bin ich gestolpert und sie haben mich erwischt. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Alles klar. Wir sehen uns später. Ja, aber den Rest werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Tschüss.